Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Zocken mit dem Sammler. Hallo. Great Quiz, du warst wirklich der Erste, muss ich mal sagen. Fünfter gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, Glückwunsch Braunschweig, Hallöchen. Beste Kombi, ja. Da sind wir ja froh, dass ihr euch über uns freut. Ehrlich, ehrlich. Wie gesagt, Grüße aus Stuggi. Stuggi. Hey ho, Hans Tauer. Ja, das bin ich nicht. Wie gesagt, ihr wisst ja, was geht. Daumen hoch, wenn ihr das erste Mal dabei seid, oder ein Herzchen, wenn ihr zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Mal dabei seid. Liebe Grüße an die Frau Janine von, ich konnte nicht sehen von wem, aber Janine. Passiert. Hi Emre Can, ja. Wie gesagt, Buxtehude, Wuppertal, alter Vater. Wir haben alles dabei, freut mich. Sehr viele Herzchen auch. Aus dem Schwarmländle. Aus dem Schwarmländle, sehr schön, sehr schön. Also Freut mit mich. Pomm, Hallo Anja, Klasse. Weimar, was haben wir noch? Das freut mich alles, das freut mich. Dresden. Pforzheim. Gerhard grüße ich. Hallo. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie ihr schon sicher wisst, das ist heute ein Flaggenquiz. Das heißt, ich hoffe, ihr habt euch auch gut vorbereitet darauf, Ja. weil einige Fragen können schwierig werden. Gestern Abend vom Schlafengehen nochmal die Flaggen von allen möglichen Ländern durchgegangen und das Kissen gelegt, so wie man das macht, wenn man sich für einen wichtigen Test vorbereitet. Genau, richtig. Und was haben wir heute Abend? Heute Abend haben wir Dortmund gegen Man City. Haben wir ein interessantes Fußballspiel auch, worauf ich mich schon wieder freue. Haben wir ein paar Dortmund-Fans dabei? Grüßt gerne mal hier im Chat auch. Freue ich mich immer wieder. Liebe Grüße an Andi. An Andi. Grüße aus Osnabrück, da grüße ich doch zurück. Das freut mich. Auf geht's, Dortmund. Yes. Ich habe aber auch schon hier negative Dortmund-Kommentare gesehen. Da sind Ui. nicht nur Dortmund-Fans dabei. Naja. Naja. Ihr könnt uns, wie gesagt, zwischendurch immer ein paar Sachen wünschen. Themen, Quiz auch. Wenn ihr was Besonderes haben wollt, ein besonderes Themenquiz, können wir das auch irgendwie einbauen. Also schießt eure Vorschläge in den Chat rein und grüßt, weil ich sehe 14.500 Leute im Chat. Wow, das freut mich. Nicht schlecht. Und ja, jetzt begrüßen wir alle mal ein bisschen offizieller, finde ich auch. Pferdeblumen. Dann Genau. wollen wir mal Ja, gucken. sehr guten Abend, meine lieben Freunde. Es ist wieder mal 18 Uhr. Mein Name ist Jan Tauer. Ich bin heute euer Moderator für die Show. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Und mit mir habe ich natürlich meinen besten Partner, würde ich schon fast sagen. Annika, sei gegrüßt. Hallo, liebe Christelgemeinde. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wirklich, es freut mich. 15.400 im Chat. Überragend. Ich bin so glücklich, dass ihr alle wieder da seid fürs Flaggenquiz. 12 Fragen habe ich heute vorbereitet. 12 Flaggen werdet ihr sehen und 12 Mal will ich eine richtige Antwort hören natürlich. Antwortet ihr falsch, fliegt leider raus. Und bis Frage 7, ihr wisst, was jetzt kommt, könnt ihr den guten alten Freund den Rettungsring benutzen. Das heißt, wisst es nicht oder antwortet falsch oder ratet falsch, könnt ihr bis einschließlich Frage 7 mit dem Rettungsring eine automatische Runde weiterkommen. Apropos Rettungsring, ihr habt es vielleicht schon gesehen in der App, dass ihr Freunde einladen könnt, dann bekommt ihr gratis Rettungsringe. Also macht das immer, wenn wir nicht live sind, könnt ihr komplett Freunde einladen und Rettungsringe dafür bekommen. Preisspot haben wir auch. 4.000 Tickets und natürlich 400 Rettungsringe. Das freut mich natürlich wieder sehr, dass ihr was gewinnen könnt. Und dann vergesst auch nicht, wir haben immer noch das Geheimagenten-Quiz auf Quizduell zurzeit. Also spielt das auch. Annika hat das ja überragend gemacht letztens, ne? Ja, wahnsinnig gut. Wollte ich gerade sagen, Montag bis Donnerstag immer 18 Uhr live sind wir natürlich. Und nächste Woche, wir versuchen ein paar neue Sachen vielleicht einzubauen. Das heißt, vielleicht sind wir ein bisschen später auch mal live. Und Mittwoch versuchen wir mal ein Themenquiz einzubauen. Morgen ist Annika und Christina live. Und ich denke mal, Frage 1, die erste Flagge kommt hier. Amerika. Legen wir nicht so schwierigen Flaggen hier los? Ne? Ganz entspannt, Flagge hier. Frage dazu. Welche Flagge ist das? Frankreich, USA, Deutschland oder Österreich? Oh, ich sehe die Arme von dem Chat. Da scheppert's. Da scheppert's. Ja. Ja, also dadurch, dass man die Flagge mal vorher sieht, da hat man noch genug Zeit zu schreiben. Stimmt. Du kannst die Flagge ja kurz erklären, Annika. Ach so, ja, wir haben 13 Streifen und 50 Sterne. Und die 13 Streifen sind die 13 Gründungsstaaten. Die 50 Sterne sind die 50 aktuellen Staaten von welchem Land, Jan? USA ist natürlich die richtige Antwort. Das wussten 19.341 Leute und ich sehe 20.000 im Sehr Chat. Das heißt, gut. ich hoffe, zur nächsten Frage werden wir noch um
paar mehr haben. Und ein paar Rettungsringe eingesetzt werden. Sehe ich gerade. Wie Harry Potter Quiz, ja, denkt man dran. Und grüßt weiter auch im Chat. Da freue ich mich mal drauf. Frage 2 kommt hier. Die Flagge. Schweiz. Ist es. Genau aufpassen. Welche Flagge ist das? Polen, Schweiz, Dänemark oder Norwegen? Ja. Die Farbkamo haben ja irgendwie einige dieser Flaggen. Ricola sehe ich da im Chat. Das ist natürlich ein guter Tipp. Das war ein weißes Kreuz auf rotem Grund und das symbolisiert Christentum, Neutralität, Demokratie, Frieden und Schutz. Finde ich sehr. Kann man sich schon überlegen, welches Land das sein könnte. Ja, wollte ich gerade sagen. Finde ich sehr, sehr, sehr schöne Eigenschaften. Richtig ist natürlich die Schweiz. Und das wussten 19.281 Leute. Sehr, sehr gute Arbeit, meine Freunde. Und wie gesagt, haben wir ein paar Schweizer auch hier. Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz auch spielen kann. Wenn ja, seid gegrüßt, meine Schweizer Freunde. 20.800. Schick mal eine Flagge in den Chat. Schick mal eine Flagge im Chat, genau. Frage Nummer 3. Kommt die Flagge hier? Japan. So wie die da platziert ist, sieht es ein bisschen aus wie irgendeine Schusswunde auf deiner Brust. Wollte ich gerade sagen. Welche Flagge ist das? Indien, China, Japan oder Südkorea? Genau. Da schreiben auch einige schon den Namen, oder? Ja. Ich dachte, ich habe es gerade gesehen, jetzt nicht mehr. Aha. Da. Was wir hier gesehen haben, war natürlich eine weiße Flagge. Das steht für Aufrichtigkeit und Reinheit. Und der rote Punkt steht für Mut und Offenheit. Und das war natürlich die Flagge von Nippon, Japan. Und das wussten 18.891 Leute. Sehr, sehr gute Arbeit, wie ich finde, dass noch so viele dabei sind. Ich sehe ein paar Schweizer Flaggen im Chat. Sehr gut. Seid grüßt unsere Schweizer Freunde. Das freut mich natürlich, dass wir auch ein paar Leute hier aus der Schweiz haben. Haben wir auch ein paar japanische Kollegen dabei. Gerne wieder melden, würde ich mal gerne sagen. Flagge Nummer 4 kommt hier. Das ist mir schon aufgefallen, das ist eine sehr beliebte Farbenkombi. Die gibt es irgendwie 4. Das ist wirklich. Die Frage jetzt natürlich, welche Flagge ist das? Niederlande, Tschechien, Russland oder Italien? Na dann Niederlande. Frankreich hat die Farbenkombi auch, ne? Aber das steht ja gar nicht zur Auswahl, da machen wir es ein bisschen leichter. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich hätte da so ein bisschen an Luxemburg gedacht zuerst, aber wenn man natürlich genau hingeguckt hat, weiß man, dass es der Nachbar von Luxemburg ist und die richtige Antwort ist natürlich Niederlande, Freunde der Sonne. Kiffelland, sehe ich da bei einigen. 16.100, ui, da haben wir ein paar an Russland. Verloren. Na, ihr könnt ja noch Rettungsringe einsetzen. Denkt dran, also. Rettungsring habt ihr noch. Flagge 5 ist eine 50-50-Flagge. Die Flagge kommt hier. Das war auch die eine in unserem zweiten Push. Also wenn ihr da schon aufgepasst habt, hättet ihr es noch rausfinden können. Ist das Rumänien? Ich habe Push gelesen, dann wisst ihr auch. Welche Flagge ist das? Rumänien oder Ukraine? Aber nur 50-50, also die Chancen stehen hoch. Wollte ich gerade sagen. Da sollte man richtig raten können. Mit ein bisschen Glück. Welche zwei Farben hat denn die ukrainische Flagge? Die könnt ihr auch mal gerne reinschreiben. Da freue ich mich immer. Wie gesagt, da freue ich mich sehr. Macht dem Jan noch eine Freude. Macht mir eine Freude und zeigt mir, welche Farbe. Da sehe ich es schon, blau-gelb. Sehr gut, deshalb ist Rumänien hier die richtige Antwort. Und das wussten 16.500 Leute. Klasse, sehr gute Arbeit. Kurz bevor wir weitermachen, wollte ich noch mal sagen, dass, wie gesagt, schreibt eure Themen. Wenn ihr mal grüßen wollt, meldet euch im Chat. Wir wollen, dass das hier aktiv ist und ich sehe, dass 19.900 im Chat sind. Nicht schlecht. Wollte ich gerade sagen, sehr, sehr, sehr gut. Du bist sehr beliebt, es soll eine Jan Tower-Serie für Netflix geben, habe ich hier gerade irgendwie sagen sehen. Warum nicht? Können wir vielleicht mal gucken. Ab nach Afrika, Flagge 6. Kuwait? Mir ist sie tatsächlich eher durch Fußball bekannt gewesen. Siehste? Und welche Fußballflagge ist das? Kenia, Sudan, Äthiopien oder Südafrika? Das soll auch was heißen, wenn mir eine Flagge durch Fußball bekannt ist. Aber gut. Da war vor nicht allzu langer Zeit mal eine Fußball-Weltmeisterschaft in dem Land. Na dann Südafrika. War das 2006 oder 2010? Oh, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das könnt ihr uns vielleicht gerne mal sagen. Das könnt ihr auch sagen. 2010, okay. Ja, 2010, dankeschön. Da hat doch Shakira ihr Lied gehabt. Genau, richtig. Waka waka. Genau, richtig. Richtig Antwort ist natürlich Südafrika. Das wussten fast 15.000 Leute. Das heißt, wir haben noch eine Menge dabei. Kurz erklärt. Das Schwarz in der Flagge steht für die schwarzen Afrikaner, das Weiß für die weißen Afrikaner, Gold steht für die ganzen Ressourcen im Land und Rot, Gelb und Grün sind die panamerikanischen Farben. Deshalb wunderschöne Flagge in meinen Augen. Und letzte Frage, Leute, für den Rettungsring. Wo ist er, mein Freund? Da ist er. Wisst das nicht? Wie gesagt, es wird noch schwieriger. Nur, dass ihr es wisst. Flagge 7 kommt hier.
Neuseeland? Ja, was haben wir hier? Welche Flagge ist das? Neuseeland, Australien, Papua-Neuguinea oder Indonesien? Ja. Ja. Kann man vielleicht oben in der Ecke auch schon eine Großbritannien-Flagge erkennen? Liebe 2021, liebe Grüße. Jetzt bist du gegrüßt. Sind wir denn Neuseeland oder genau, Australien? Konnte man Teil sehen in der Flagge? Ja, aber es gibt ja einige Kolonien, also heißt das nicht so viel. Genau. Richtige Antwort war hier aber Australien, Freunde der Sonne. Und das sind fast, da haben wir 6000. Einige Neuseeland-Flagge. Die ist auch sehr ähnlich, glaube ich. Ich wünschte, wir könnten euch jetzt zeigen, aber schickt die neuseeländische Flagge doch mal in den Chat, dann kann man es vergleichen. Genau, schickt die neuseeländische Flagge mal in den Chat. Ich wäre mal gespannt, wie die aussieht. Ich weiß es ja ungefähr. Aber wie gesagt, hoffentlich habt ihr euren Rettungsring benutzt, weil ab jetzt geht's nicht mehr. Nee, ab nach Asien und ab jetzt habt ihr euch alleine gestellt. Frage Nummer 8. Uiuiui. Jetzt wird's schon schwieriger. Welche Flagge ist das? Malaysia, Thailand, Vietnam oder Philippinen? Man sieht auf jeden Fall jetzt einige Male die neuseeländische Flagge im Chat und ich gebe zu, die hat große Ähnlichkeit. War natürlich ein bisschen schwierig. Ja, hast du recht, das stimmt auf jeden Fall. Was wir gesehen haben, das war das weiße Dreieck, das steht für Gleichheit, das blaue Feld steht für Frieden und Gerechtigkeit und das Rot steht für Heldenmut. Und das war die Flagge von den Philippinen. 9243 Leute wussten das. Wow. Wussten noch einige, nicht schlecht. Gruß an alle Nigerianer. Ja, mache ich sehr gerne. An die Oma von Fienchen. Sehr gut, sehr gut. Und an Fritz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr wisst, 4 Fragen haben wir noch. Jetzt wird es wirklich schwieriger. Und Flagge 9 kommt hier. Ach, was ist das schöne denn? Flagge. Ja. Ist auch immer mit einem Wappen, finde ich immer ganz schön, aber lässt sich dann immer schwieriger malen oder zeichnen. Wollte ich gerade sagen. War alles Südamerika. Und die Frage hierzu natürlich wieder: Welche Flagge ist das? Kolumbien, Ecuador, Venezuela oder Bolivien? Mindestens eine andere Flagge mit der gleichen Farbkombi hier im Mix. Ich habe aber nicht alle 4 Flaggen gerade vor Augen, also will ich nicht ausschließen, dass das mehrere sind. Nee, das war eine. Also ich fand die Frage schon ein bisschen schwieriger. Es ist ja auch das Ziel von uns, dass wir hier ein bisschen schwieriger mit jeder Frage werden. Step by step. Richtige Antwort hier war Venezuela. Und also, wir haben 6771 Leute. Ihr seht, da haben wir einige ein paar verloren. Und Final Countdown, wie wir so schön sagen. 3 Fragen haben wir noch. Jetzt kommt eine 50-50-Flagge. 50-50-Flagge. Frage. Guck genau hin, weil jetzt wird es wichtig, dass man genau hinkommt. Harry Potter Quiz machen wir alles, wenn wir es hinkriegen. Sehr gerne. Frage jetzt natürlich: Welche Flagge ist das? Slowakei oder Slowenien? So nah beieinander, so ähnliche Namen und dann auch noch ähnliche Flaggen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich vertue mich da immer. Grüße an Wolfgang, rosa Herzchen. Oh, Mauslein. Das wird schwierig. Ja, siehst du. Bei den Flaggen vertue ich mich immer. Slowakei hat so einen blauen Dreiberg, das steht für Tantra, Fatau, Matra, die Gebirgsspitzen. Und die richtige Antwort ist aber Slowenien. Und die hat so einen weißen Berg mit 3 Spitzen, symbolisiert den Gipfel des Triglav. Und die 3 goldenen Sterne übrigens sind das Wappen des Grafen von Sele. Und das wussten wie viele? 4800 Leute. Schlecht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 2 Fragen haben wir noch und jetzt wird es richtig, richtig schwierig. Frage 11 kommt die Flagge hier. Was ist das denn? Schön mit dem Baum in der Mitte. Schöne Flagge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Welche Flagge ist denn das? Surinam, Sierra Leone, Äquatorialguinea oder Zentralafrikanische Republik? Ich habe überhaupt keine Ahnung. The Walking Dead Quiz, ja, werden wir auch aufschreiben. Serienquiz, ja, vielleicht muss man erstmal ein bisschen genereller bleiben, ehe wir so spezifisch werden. Wollte ich gerade gesagt haben. Liebe Grüße an Tobias und Jasmin. Das war jetzt komplett geraten. Richtige Antwort war Äquatorialguinea und das wussten 3104 Leute. Wow, wir gehen mit 3104 Leuten in die letzte Frage. Und ich sag, jetzt wird es richtig, richtig, richtig schwierig. Jetzt brauchen wir richtige Flaggen-Nerds hier, die richtigen Psychos, wie man so schön sagt, die alle Flaggen kennen. Flagge kommt nämlich hier. Die ist mir tatsächlich vorher noch nie über den Weg gelaufen. Nein, die habe ich auch so noch nie gesehen. Welche Flagge ist denn das? Angola, Tonga, Vanuatu oder Kiribati? Hat
ja auch einige, drei von den vier Ländern sind in Ozeanien. Ich finde, da kenne ich mich generell nicht so gut mit Flaggen aus. Also, ne? Obwohl ich vielleicht auch gar nicht die beste Person für dieses Flaggenquiz sonst bin. Wollte ich gerade sagen, Angola liegt schon in Afrika, ne? Da können wir uns doch einigen. Genau. Die anderen drei sagst du in Ozeanien. Alle drei, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Die richtige Antwort ist Vanuatu, das wussten 2621 Leute, okay. Richtig eine Menge gewonnen. Und wir haben ein paar Gewinner. Klasse 21 habe ich gesehen. Und was haben wir noch? Pinguinchen 24, Joker 510, Klasso bei Tandrodino, Paulana Wasser, Nielsen, Guest 444432, Gressi 01. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt seht ihr auch unseren Link, unterstützt uns hier bei unserer Reise, Quiz to Life groß zu machen. Und Annika, vielen, vielen Dank für heute. Hat wieder tierisch Spaß gemacht. Danke dir, Jan. Danke euch fürs Spielen. Und komm morgen wieder. Wollte ich gerade sagen. Kommt morgen wieder. Mich seht ihr nächste Woche. Ich bedanke mich für heute. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf und viel Spaß. Bis dann. Ja, das war jetzt natürlich echt ein hartes Quiz. Und ich muss auch sagen, so bei den letzten drei Fragen habe ich mich wirklich mehr auf den Chat verlassen. Du siehst ja da unten immer recht viele Nachrichten, die da reinkommen. Natürlich sind auch einige immer falsch. Aber von der Sache her, also da habe ich mich wirklich mal mehr von dem Chat leiten lassen. Gerade auch die letzte Frage mit der Flagge von Vanuatu, das sagt mir überhaupt nichts. Habe ich auch noch nie gesehen. Und da habe ich mich dann wirklich mal beeinflussen lassen. Für diese Art von Quiz ist dieser Chat natürlich Gold wert gewesen, weil ich glaube, ich hätte das ohne diese Unterstützung gar nicht so weit gebracht. Also, aber das scheinen einige gemacht zu haben, weil sonst kommen ja nicht 2000 Leute durch. Also das ist ja wirklich schon von der Menge her bedeutend mehr als sonst. Gut, wir hatten ja jetzt auch schon mal eine Runde, wo er dort gespielt hat, wo bin ich, wo nur 9 Leute durchgekommen sind. Aber so im Standard sind es ja immer so zwischen, ich sag mal, 200 und 600 Leute, die dann durchkommen. Da war das mit den 2000 jetzt schon mal wirklich extrem viel. Mit der Flagge von Neuseeland und Australien, ich weiß nicht, die sehen auch wirklich immer sehr ähnlich aus. Wir wissen ja alle von Sheldon Cooper, das ist die Vexillologie. Ich habe es jetzt einigermaßen ausgesprochen, die Flaggenkunde, aber da kannst du dir natürlich von jedem kleinen Land der Welt irgendwas aussuchen. Es hat ja jedes Land seine eigene Fahne und ja sogar auch jede Region seine eigene Fahne. Also da hast du natürlich unendliche Möglichkeiten fast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auch mal in den Chat von Quiz to Alive, dass es hier jemanden gibt, der hier so ein paar Let's Plays macht zu Quiz to L. Und vielleicht kommen dann auch ein paar Leute direkt von der Quiz to L App zu mir und gucken sich das mal an. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Dann würde ich sagen, bis morgen für eine neue Runde von Quiz to L. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.